Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute erkläre ich euch die 8 häufigsten Fehler bei der Verwendung von Zahnseide. Ich habe euch ja bereits in einem anderen Video erklärt, wie man richtig Zahnseide benutzt, sowohl die lose Zahnseide als auch Zahnseide-Sticks. Und ich habe ein Video darüber gemacht, was die wichtigsten Fakten zum Thema Zahnseide sind. Darum fehlt als krönender Abschluss noch das Thema, was sind denn die häufigsten Fehler bei der Benutzung von Zahnseide? Was machen die meisten falsch? Und um euch das besser zeigen zu können, habe ich wieder Oskar zur Hilfe genommen. Und dann legen wir jetzt mal los. Kommen wir zu Punkt Nummer 1. Einer der häufigsten Fehler ist, dass ihr die Zahnseide zu weit auseinanderhaltet, also die Finger einen zu großen Abstand haben. Weil was passiert jetzt, wenn eure Finger so einen großen Abstand haben? Ihr habt überhaupt keine Führung, ihr habt überhaupt keine Kontrolle darüber und das Ganze ist viel zu unsicher. Wenn ihr jetzt so Zahnseide benutzt, dann ist es kein Wunder, wenn ihr euch sie einfach so ins Zahnfleisch reinrammt, weil ihr überhaupt nichts kontrollieren könnt. Das heißt, richtig wäre es, ganz, ganz eng spannen, so eng wie es irgendwie geht. Natürlich, wenn ihr weiter nach hinten kommt und eure Finger mit in den Mund rein müssen, dann müsst ihr sie ein bisschen weiter auseinandernehmen, aber immer so eng wie es möglich. Das ist nämlich einer der häufigsten Fehler, womit das Ganze schon mal losgeht. Der zweithäufigste Fehler, der geht mit dem ersten einher, ist, dass ihr zu schnell in den Zahnzwischenraum reinrast, also mit so einem richtigen Karacho in den Zahnzwischenraum. Das passiert eben besonders häufig, wenn ihr zu weit auseinander fasst. Wenn ihr sehr, sehr eng fasst, dann habt ihr eben mehr Kontrolle darüber. Das heißt, es passiert euch nicht so oft oder nicht so leicht, dass ihr ins Zahnfleisch reinrast. Aber das ist eben einer der häufigsten Fehler und auch mit einer der schlimmsten Fehler, den ihr machen könnt. Weil ihr wollt eurem Zahnfleisch ja was Gutes tun, euren Zähnen was Gutes tun. Ihr wollt ja, dass ihr gesundes Zahnfleisch habt. Wenn ihr jetzt da reinrast, und das macht ihr vielleicht nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, einfach häufiger, dann wird sich euer Zahnfleisch zurückziehen, weil das mag es nicht. Es wird verletzt, es wird jedes Mal wieder aufs Neue verletzt und als Reaktion darauf zieht sich das Zahnfleisch zurück. Und das ist ja genau das, was ihr nicht möchtet. Ihr möchtet ja ein gesundes Zahnfleisch haben und verhindern, dass es sich zum Beispiel aufgrund einer Zahnfleischentzündung zurückzieht. Aber wenn ihr einfach keine Kontrolle über eure Zahnseide habt und in den Zahnzwischenraum reinrast, dann zieht das sich auch zurück. Also ganz, ganz wichtig, immer vorsichtig durchfädeln über den Kontaktpunkt und ganz, ganz sanft arbeiten. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Jetzt seid ihr im Zahnzwischenraum angelangt. Da sitzt die nächste Fehlerquelle. Da gibt es eine ganze Menge Fehler, die man machen kann. Und zwar habe ich euch ja erklärt in meinem anderen Video, dass ihr rauf und runter arbeiten sollt, wenn ihr im Zahnzwischenraum seid, dass ihr die Zahnseide rauf und runter bewegen sollt. Viele machen aber hin und her, beziehungsweise vor und zurück. Also das bringt nichts. Ihr wollt die Wand abfahren, die Wände vom Zahn hoch und runter und sicher gehen, dass ihr alle Belege aus dem Zahnzwischenraum entfernt und dass ihr die Wand von oben bis unten säubert. Also hoch und runter müsst ihr die Bewegung machen und nicht vor und zurück wie bei einer Säge. Nur wenn ihr über den Kontaktpunkt wollt, dann müsst ihr vor und zurück säbeln, damit ihr reinkommt und damit ihr sanft in den Zahnzwischenraum reinkommt und eben nicht reinrast. Da müsst ihr vor und zurück bewegen, aber wenn ihr dann drin seid und die Zahnseide an die Wand anlegt, dann müsst ihr hoch und runter führen. Dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 4. Und zwar stellt sich ja die Frage, wie hoch sollt ihr denn die Zahnseide führen? Also wie tief und das Zahnfleisch? Und die meisten führen sie leider nicht hoch genug. Also sie führen sie eigentlich gar nicht unter das Zahnfleisch, sondern nur so ein bisschen, bis das Zahnfleisch eben beginnt. Ganz, ganz wenig. Und nicht unter das Zahnfleisch. Aber gerade unter dem Zahnfleisch sitzen auch ganz, ganz viele Bakterien. Und dort kommt ihr mit der Zahnbürste oder den Borsten nicht so gut hin. Das heißt, gerade da ist es wichtig, dass ihr auch die Zahnseide benutzt. Also immer auch ein bisschen unter das Zahnfleisch gehen. Und dann kommen wir nämlich auch schon zu Punkt Nummer 5.
viele von euch gehen zu hoch. Also es gibt beides. Manche gehen nicht hoch genug und manche gehen zu hoch. Und wenn jetzt die Zahnseide zu weit unter das Zahnfleisch schiebt, das mag es auch nicht und auch dann kann es sich zurückziehen. Das heißt, ihr müsst die goldene Mitte finden. Was ist denn jetzt die goldene Mitte? Die goldene Mitte ist so, dass ihr unter das Zahnfleisch geht, aber nicht so tief, dass es euch wehtut. Auf gar keinen Fall so tief, dass es anfängt zu bluten. Und als ganz groben Richtwert kann man so sagen 1-2 mm, weil tiefer sind eure Zahnfleischtaschen in der Regel nicht. Vorausgesetzt, ihr habt einigermaßen gesundes Zahnfleisch. Also vorausgesetzt, ihr habt noch keine Parodontitis und keine tiefen Zahnfleischtaschen. Bis zu 3 mm ist normal. Das ist bei gesundem Zahnfleisch der Fall, beziehungsweise auch wenn das Zahnfleisch entzündet ist, aber noch keine Folge daraus entstanden ist, dass die Zahnfleischtaschen tiefer geworden sind. In dem Fall habt ihr maximal 3 mm Zahnfleischtaschen, aber tendenziell sogar nur 1-2 mm. Das heißt, ihr solltet mit der Zahnseide auch nur 1-2 mm unter das Zahnfleisch gehen. Und das ist aber eben bei jedem individuell unterschiedlich und auch bei jedem Zahnzwischenraum ein bisschen unterschiedlich. Und ihr wollt jetzt ja auch keinen Maßband oder so anlegen. Das heißt, es ist wirklich so ein bisschen Gefühlssache. Also ihr müsst schon ein bisschen unter das Zahnfleisch gehen, damit ihr es richtig säubern könnt, aber nicht zu weit und ja, nicht, dass es weh tut oder anfängt zu bluten, sondern eben nur ein bisschen. Es ist ein bisschen Gefühlssache und ich denke, da kommt man auch ganz schnell hinter, wie weit ihr denn da wirklich runtergehen müsst. Dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 6. Ein weiterer häufiger Fehler ist, dass ihr zu oft hoch und runter geht, weil mit zu viel könnt ihr auch viel kaputt machen. Das heißt, ich habe euch ja auch in meinem letzten Video erklärt, einmal hoch und runter reicht an der einen Wand, dann legt ihr die Zahnseide um die andere Wand und nochmal hoch und runter. Das sollte eigentlich ausreichen. Auch ich mache es manchmal oder in einigen Zahnzwischenräumen häufiger, sprich, sagen wir mal 3-4 Mal. Das hängt aber auch immer davon ab, wie schmutzig denn der Zahnzwischenraum ist, was ich vorher gegessen habe, wie doll die Belege darauf sind. Das heißt, auch wenn ihr jetzt, sagen wir mal, 3-5 Mal hoch und runter gehen solltet, macht ihr euch das Zahnfleisch nicht gleich kaputt. Aber es gibt eben auch ein zu viel. Also wenn ihr zu oft da rumschubbert im Zahnzwischenraum, dann ja, kann man das Zahnfleisch auch kaputt machen, auch dann zieht es sich zurück und das ist einfach zu viel. Die Meinungen gehen auch definitiv ein bisschen auseinander, was das Thema anbelangt, wie oft man dann hoch und runter sollte. Manche sagen von vornherein 4-5 Mal, aber mein Wissensstand ist, und so habe ich es aus mehreren Quellen gelernt und erfahren, dass einmal vollkommen ausreichend ist und dass ihr damit die Belege entfernt. Und was das Wichtigste ist, dass ihr die Bakterien aufwühlt. Also die Netzwerke von den Bakterien, die sie sich gebaut haben, damit zerstört. Dann kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 7. Ein weiterer sehr, sehr häufiger Fehler, den ihr macht, ist, dass ihr die Zahnseide nicht um beide Wände legt. Also ihr fädelt ganz brav in den Zahnzwischenraum rein und geht einmal hoch und runter, aber berührt dabei nur die eine Wand. Und geht kein zweites Mal hoch und runter an der anderen Wand oder von mir aus zweimal nur an der einen Wand. Auf jeden Fall nur an der einen Wand, das heißt, ihr vergesst die zweite Wand und reinigt die zweite Wand nicht. Oder aber, was noch schlimmer ist, dass ihr gar keine Wand berührt, sondern einfach quasi ja mitten in der Luft hoch und runter geht. Beziehungsweise da ist ja dann auch das Zahnfleisch, das ihr so einmal gegen das Zahnfleisch drückt. Und dann denkt ihr, ihr habt jetzt den Zahnzwischenraum gereinigt. So funktioniert das leider nicht. Und jedes Mal die Zahnseide gegen das Zahnfleisch zu drücken, ist auch nicht so gut fürs Zahnfleisch. Das heißt, ihr müsst wirklich darauf achten, die Zahnseide erst ganz bewusst gegen die eine Wand zu drücken, hoch runter, dann gegen die andere Wand, hoch runter und erst dann seid ihr fertig und könnt wieder rausfädeln. Und dann kommen wir jetzt zum 8. und damit letzten Punkt. Und das ist eigentlich der aller häufigste Fehler und vor allem auch der schlimmste Fehler, den ihr machen könnt. Und zwar, dass ihr zu selten Zahnseide benutzt.
Ich habe euch gesagt, einmal täglich ist Pflicht, einmal täglich müsst ihr machen, damit eure Zahnzwischenräume gut gereinigt werden und damit euer Zahnfleisch im Zahnzwischenraum sich nicht entzündet und damit ihr keine Karies bekommt im Zahnzwischenraum. Einmal täglich ist ein Muss. Und viele von euch machen das leider nicht. Die nehmen sie vielleicht einmal die Woche oder noch seltener. Oder vielleicht mal 2 Tage oder 3 Tage hintereinander und dann wieder mal 3 Tage nicht. Und da fehlt so die Regelmäßigkeit. Und ich empfehle euch wirklich und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, macht es konsequent jeden Abend. Und wenn ihr das jeden Abend macht, dann ist da so eine Routine drin, dass ihr gar nicht mehr drüber nachdenken müsst. Ihr könnt es nicht mehr vergessen. Es gibt dann auch keine Ausreden mehr oder ihr seid zu müde oder was auch immer. Lasst die ganzen Ausreden einfach sein. Das ist wie beim Sport. Es funktioniert einfach nicht. Ihr braucht einen ganz konkreten Plan. Und ich merke es immer wieder, allgemein gilt eigentlich für alle Gewohnheiten, was ihr tagtäglich macht. Das sitzt einfach. Das ist drin bei euch. Und das, da wird auch nicht diskutiert oder ja, irgendwas vergessen. Wenn ihr euch etwas zum Ziel setzt und ihr wollt euch eine neue Gewohnheit aneignen, ist es am leichtesten, wenn ihr die Gewohnheit jeden Tag macht. Wenn ihr euch zum Beispiel vornehmt, ich gehe 2-mal die Woche joggen, dann schafft ihr es wahrscheinlich nicht. Weil erstens ist es nicht definiert genug, also ist es zu schwammig formuliert, was heißt denn 2-mal die Woche, an welchen Tagen, dann montags und freitags oder Donnerstag und Freitag. Also das funktioniert meistens schon mal nicht. Und es ist schwieriger, etwas nur 2-mal die Woche zu machen, als wirklich tagtäglich. Weil wenn ihr etwas 2-mal die Woche macht oder machen wollt und dann ist der Tag gekommen, wo ihr es eigentlich machen müsstet, dann fällt es einem leichter zu sagen, ach, ich mache das morgen. 2-mal die Woche ist ja okay, ich kann es auch morgen machen. Und so ist das mit Zahnseide auch. Also es ist einfach leichter für euch, wenn ihr sagt, ich benutze ab jetzt täglich Zahnseide, als wenn ihr euch vornehmt, ja, ich nehme jetzt mal häufiger Zahnseide, Ami hat ja recht, ich will das auch mal umsetzen. Und ja, dann wollt ihr sie irgendwie häufiger benutzen, das klappt meistens nicht. Sagt euch von vornherein, ich nehme sie jetzt ausnahmslos jeden Tag, egal ob ich müde bin, wie spät es ist, ob ich feiern war oder nicht, jeden Tag. Ja, dann hoffe ich, dass euch mein Video gefallen hat, dass ich euch helfen konnte. Gebt mir gerne einen Daumen hoch, ich freue mich immer riesig. Ich freue mich auch jedes Mal über euer Feedback, also lasst mir gerne einen Kommentar da. Die Zahnseide, die ich gerne benutze oder auch andere Zahnseide von Oral-B, die ganz gut ist, verlinke ich euch unten in der Box. Und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, macht das auf jeden Fall. Drückt auch auf die Klingel, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.